Ich habe jetzt den Spielstand erstmal geladen. Ich weiß aber nicht mehr, wie weit wir hier waren, weil... Sein Geisteskranker. Wir waren ja schon bei diesem Save und das Gedöns alles. Ich wurde aber hier rausgeschmissen. Ich kann aber nicht mehr genau sagen, ja, ach, das war die Falltür. Ach, er hatte mich echt dort rausgeschmissen? Going insane. Das ist kacke. Okay, wir müssen erstmal zum Falltür. Das ist kacke. Ich dachte, dass er mich ein bisschen weiter rausgeschmissen hat. Ich ja schon, wie viele Gegenstände schon habe. Okay, dann müssen wir noch mal zurück. Wir könnten ja theoretisch jetzt die Dias und ans gucken, ne? Ich glaube, wir haben auch nichts weiter gemacht, möchte ich meinen. Wir haben bloß auch, glaube ich, das runde Bild oben angehangen. Hey Leon, was geht, Diggi? Und ich glaube, dass die hier möchte, dass wir... Warum kann ich das nicht einschalten? Achso, so war das. Genau. Dann schauen wir doch mal. Dann schmeißen wir dort nämlich die Dias rein, zack. Und dann schauen wir uns doch mal an, was uns die Dias bereithält. Wir haben insgesamt 6 Stück. Grandpa. Dad. These photos are pretty old. Und nun? Okay, macht er immer wieder eine zurück, aber... Ach du Scheiße. Okay, bleib ruhig. Dahinter ist irgendwas. Nee, das Spiel ist verrückt. Okay. Ruhig. Einen schönen guten Abend. Hey Steffen, Alter, was geht? Komm zurück zu Madison. Okay, jetzt spielt es irgendwie zu verrückt. Warte mal. Naja. Weißt du, okay, vielleicht muss ich ein Foto machen. Naja, da ist irgendwas mit Fotoapparat. Warum kann ich halt ein Foto nicht machen? Ich will ein Foto machen, aber er macht nichts. So, jetzt stopp hier jetzt mal den Bums. Mach aus hier den Bums. Hä? Na, kannst du die jetzt auch mal benutzen, Digga? Was ist denn los? So war das auf LT, okay. Komplett anders jetzt die Steuerung. Warte mal. Jetzt habe ich es. Okay, ich muss das fotografieren, wenn das genau da ist. Alles klar, alles klar. Okay, jetzt hat es auch gespeichert. Nehmen wir uns mal den Bums. Nimm mit jetzt den Bums. So. Den haben wir. Okay, dann haben wir das dritte, ne? Was ist das hier? Grandpa never got over. Opa konnte ihren Tod nie verkraften. Stimmt, denn sie hat sich ja umgebracht, ne? 68. So, sonst noch irgendwas? Und ich habe auch gelesen, dass die Kakerlaken, die manchmal hier rumrennen, dass die uns manchmal den Weg weisen, wo wir hin müssen.
Kann aber noch nicht genau sagen, ob es stimmt oder nicht stimmt, ja. So, wir werden jetzt erstmal, ich glaube, wir haben jetzt alle drei. Wir haben jetzt alle drei. Wir haben jetzt erstmal alle drei am Start. Steht die Statue hier? Okay. Tür ist zu. Nein, nee, das war die andere Tür. Okay, alles klar. Boah, ich schwitze schon jetzt schon. Alter, Digga. Da ist auch irgendwas langgelaufen, ne? Natürlich, da war irgendwas. Da liegt eine Kassette. Achso, die wollte ich schon aufnehmen. Stimmt, die haben uns ja auch noch angehört. Stimmt. Die haben uns ja noch angehört gehabt, genau. So. Die hatten wir uns ja noch angehört. Ja, wir gehen gleich nach oben. Wir hören uns schnell nochmal diese Kassette an und dann... Schnauze halten da draußen. Becoming possessed by a wicked entity is signified by a loss of control over the body, mind and the soul. However, that is often not enough for the entity. Du mit den Sensoren, Digga, hör auf mit dem Hunger. Things get much worse for the host. Ist nicht witzig. In these cases, possession is just the first step of the demon's plan. It is said there are those that return to our world seeking to resolve unfinished matters from their mortal lives. Victims of these wicked possessions are subjected to a departure of sorts. An astral transportation, for lack of a better word. An astral what? These malicious beings force their hosts to live moments that shouldn't be possible in a different place and time, perhaps even in a different dimension altogether. It's madness. It's unclear whether these transportations occur inside the mind or if the host is physically taken to some alternative reality. Alternative reality? Yeah. Five Nights at Freddy's ist auch so in etwa. Obwohl ich das noch, ja, ich weiß nicht, ich habe das Spiel nie gespielt. Ich habe nur darüber gehört, dass es auch sehr gruselig sein soll. Und da geht es ja, glaube ich, auch, dass du in so ein Haus bist und dann halt auch irgendwie entkommen musst oder sowas, ne? Da war da auch irgendwas sowas. So, okay, wir haben das letzte Teil gefunden. Nee, doch nicht. Warte mal, wir müssen nochmal zum Safe, oder? Warte mal, ich mach das andere schon mal rein. Oder wie viel Items haben wir denn? 6 von 8. Wir müssen das andere Teil noch finden. Aber ich glaube, das hatte ich in diesen Safe reingepackt. Wenn mich nicht alles täuscht. Also dieser... Aha, okay. Spitze hier. Okay, na gut. Ich glaube, dass dieser Junge, wenn das... Also ich... Das wird ja ein Pfarrer sein oder sowas, ja, wer über Dämonen sowas alles spricht, ne? Ich gehe davon aus, dass der Sohn besessen ist. Entweder von der Madison, weil sie halt, wie gesagt, so ein Ritual machen wollte und dieses Ritual ja nicht vollenden konnte, weil sie ja abgeschossen wurde. Sie hatte ja, wie wir aus den Nachrichten erfahren haben, vier Leichen. Oder sie hat vier Leute getötet. Und für das Ritual, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, braucht man aber insgesamt 7 Leute. Das bedeutet, sie braucht noch 3. Wurde aber aufgehalten von der Polizei und wurde erschossen. Das heißt, wenn sie jetzt jemanden übernehmen würde, ja, also den Körper und so weiter, könnte sie ja theoretisch das Ritual vollenden. Wenn sie als Dämon in diesen Wirt reingeht und dieser Wirt für sie tötet und dieses Ritual am Ende durchführt, dann kann es möglich sein, dass sie halt dieses Ritual durchführt. Ich weiß noch nicht genau, wie das Ritual heißt oder ob es überhaupt richtig ist, was ich sage. Kann auch sein, dass der Sohn der Gute ist und dass eigentlich der Opa oder die Oma besessen war und Ritual wollte.
Ja, theoretisch. Es kann alles Mögliche sein, ja. So. Jetzt müsst ihr mir natürlich mal helfen, ja. Wir müssen hier die richtigen Planeten reinmachen. So. Wir haben... Was haben wir denn hier? Wir haben einmal... Also, kennt sich jemand mit diesem Sonnensystem aus? In welcher Reihenfolge die Sterne oder die Planeten stehen? Ich hoffe es, weil dann kommen wir schnell hier zum Ende. Das in der Mitte, das wird die Erde sein. Das wird wahrscheinlich... Ja, Saturn? Saturn sein? Das wird hier wahrscheinlich Mars und Merkur? Ne, Venus und Merkur sein. Okay, das ist Merkur und Venus. Das wird Neptun sein und Uranus, genau. Und das wird hier Mars und Jupiter. Mars und Jupiter. Kennt sich... Schau auf das Foto. Welches Foto? Das Foto, was ich gemacht habe in dieser einen Kammer, das wird das glaube ich nicht sein. Das ist ja Müll. Ah! Du hast recht. Digga, woher weißt du das? Das ist ja interessant. Okay, ich weiß jetzt nicht, woher du das wusstest, aber... Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Danke dir. Aber woher wusstest... Okay, das ist krass, dass du das wusstest. Merkur und Venus kommt hier rein. Okay, dann machen wir das mal. Das müsste... Merkur und Venus, da ist er doch. Zack. Dann hast du gesagt, Erde, Mars und Jupiter. Mars und Jupiter ist der, weil ich mir Sachen merke, die dort passieren. Na, ich ja auch, aber ich habe so schnell habe ich das nicht gesehen. Na, okay, ich muss auch sagen, ich habe mir das Bild nicht mehr angeguckt, ne? Gut, jetzt müssen wir es wahrscheinlich nur in der richtigen Reihenfolge reinbekommen. Wir können hier einmal Jupiter und Saturn. Was ist das hier? Und das wahrscheinlich. Ne, okay. Oh, es ist irgendwas passiert. Ah. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Kann man die jetzt wieder rausnehmen? Nee. Okay. War eine einmalige Sache. Okay, dann brauchen wir jetzt wahrscheinlich den Hammer. Diese Nägel daraus zu machen und so weiter. Danke dir erstmal. Steven und Stefan für die schnelle Antwort. So, können wir jetzt hier rein? Ja, danke. Okay. Oh, 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 oh. Also ich weiß nicht, was mit dem Opa los war. Das ist auf alle Fälle der Opa, wenn ich das richtig sehe. Philomena Maxwell. Nee, das ist nicht der Opa. 68. 68er Baujahr. Da ist eine Tür. Das hat gespeichert. Was haben wir denn da? Was haben wir da? Oh. Also hat Opa versucht, mit diesem Ding Kontakt aufzunehmen. Mit dem Medaillon. Mit dem Medaillon hat von der Oma hat das... Hat er versucht. Kann ich aber nicht mitnehmen. Also ich kann es mir nur angucken. Aber er hat versucht, mit diesem Medium Kontakt aufzunehmen, ne? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, okay. Wir müssen auf alle Fälle nach oben. Oh, Mann, ey. Warum flackert das Kacklicht denn bitte? Was pfeift denn jetzt bitte? Nein. Da steht was. Bitte nicht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, hab ich sie?
Wo ist er? What the fuck is happening? Ich krieg zu viel, Alter. Ich krieg zu viel. This house. Oh. Die hat da einfach gestanden und ge... Wie jetzt? Die hat da einfach gestanden, ne? Und... Die hat einfach gestanden und hat... Gucken. Diese Muschi. Diese Muschi. Wir sind ein Bild von ihr. Auch ein Bild. Okay, ist schwarz geworden. Konnte man nicht nehmen. Konnte man nicht nehmen. Ach man, Leute, ey. Es ist echt zum Mäusemelken, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist eine 44. Nee, 43. Lauf da jetzt. So, jetzt müssen wir die Fotos wahrscheinlich anordnen. Okay, beim Kreis ist 25. Okay. Bei dem Viereck ist 13. Das heißt, wir müssen irgendwas finden mit 13. Das ist 4. 5, sorry. Das ist 68. Das war 56. Ja, aber dann fehlt uns doch noch ein Bild. Das Bild im Dings fehlt uns. Das Bild im... Ich muss hier irgendwas dazu addieren. 25, 13, 25. Ah, okay. Wir brauchen 4 Bilder. Also unten muss noch ein Bild... Also, na, in das Ende Dings ist noch ein Bild. Das holen wir uns mal schnell. Oh, ey. Dieses Drecksvieh, ne? Ohne Witz. Du bist so hässlich und scheiße. So hässlich, aber richtig. Kann ich überhaupt das noch aufnehmen? Ne, wir haben schon 8. Scheiße. Okay, ich muss welche da lassen. I Telefon jetzt. Alle Verarschung, das ist Verarschung. Digga, Digga, Digga. Naja, jetzt halte ich keine 2 Stunden aus wieder. So, wir hängen das erstmal an, damit wir noch eins aufnehmen können. Junge, 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 Junge. Das ist auch so ein scheiß Drecksgang, ne? Um Ecken und alles und ach, du siehst nichts. Der scheiß Drecksklo. So, komm mit hier. 33. Nein! Ja, es war so klar. Es war so klar, dass diese blöde Muschi die scheiß Tür wieder zumacht. Geht mir so auf den Zünder. Lass die Scheiße jetzt. Auf mich zu ärgern. Zeig dir an wegen Mobbing. Mobbing.
So, ich hoffe, dass wir jetzt irgendwie ohne Störung. Geht scheiße jetzt hier aus. Ich hoffe, dass wir jetzt ohne Störung diese Bilder anheften können. Ohne dass uns irgendwas in die Quere kommt. Ja, Schnauze. So, jetzt muss ich kurz mal überlegen, das mit den Bödern. Hier ist ja eine 43 zu sehen, ja? 43. So. Ich hab jetzt beim Viereck. 43. Thank you.